Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen hier zu Super Mario Land auf der Nintendo Switch. Endlich ist es soweit und Nintendo hat da Super Mario Land den ersten Teil endlich auf den, ja, auf Nintendo Switch Online rausgebracht. Ich würde sagen, wir spielen das auf jeden Fall, machen auch ein komplettes Let's Play zu dem Game. Wir haben ja mal den zweiten Teil komplett durchgespielt. Und ja, im ersten, der soll ja auch ein bisschen kürzer sein, gibt es auch Flugzeuge, U-Boote und so. Hier sehen wir auch gerade die Demo. Ich würde sagen, wir drücken direkt auf Start. Ja, und schauen wir rein. Ich habe es damals nie gespielt auf dem Gameboy. Nur den zweiten mit euch haben wir durch. Sehe auch schon das Bild, wenn ich nach rechts laufe. Also links könnt ihr jetzt nicht zurück, ne? In die Röhre kann ich nicht. Also ich muss sagen, vom Soundtrack fängt das schon mal sehr cool an. Okay, ungewohnt die Grafik, aber mega cool. Endlich ist auch der erste Teil mit Switch Online verfügbar. Denk mal, hier können wir rein. So, schauen wir mal. Gut, bei den Münzen, wenn man die einsammelt, gibt es gar keinen Sound. Okay. Die Goombas. Wie die Goombas hier aussehen. Mega cool. Eher so ein Mini-Format, kann man schon sagen. So. Sind wir hier in einem anderen Bereich gerade? Ich muss schauen, wenn ich renne, ist das sehr komisch mit der Steuerung. Wenn ich nicht renne und dann springen, okay, das geht eigentlich besser sogar. Ich würde sagen, rennen. Am besten nur, wenn es eine große Schlucht kommt, dann könnte man rennen. Die Koopas hier. Die Eck. Okay, das sind sogar Bomben, wenn man drauf springt. Ja, ich freue mich riesig, vor allem, wie gesagt, weil ich es damals ja nie gespielt habe. Deswegen ist es für mich natürlich umso besser. Ich weiß ja nicht, wie ich das mache, ob ich jetzt pro Part eine Welt mache oder zwei, je nachdem. Ja, müssen wir schauen, wenn wir die erste Welt durch sind. Hier haben wir sogar einen Stern. Der Soundtrack, ja, geil. Also ich schaue natürlich auch in den Blöcken überall, oder? In den Röhren könnte man auch schauen. Übrigens hier die springenden Fliegen. Gab es so ja auch in den anderen Teilen gar nicht, ne? Okay, und hier ist glaube ich auch schon das Ziel. Okay, somit einmal durch, wollte ich gerade sagen. Aber damit zwei Wege unten und oben. Ich glaube im zweiten Teil, wenn ich mich noch richtig erinnere, war das so ähnlich. Hey, ich bin oben hochgesprungen, oben rechts und. Das war jetzt das Ziel, oder wie? Ah, Bonus-Game. Mega cool. Macht Laune, vor allem der Soundtrack. Somit haben wir schon Level 2 in der ersten Welt. Klar, Pilz bekommen und direkt weg. Übrigens hier die Wespen oder Bienen, auch sehr cool. Aber den hier bei den Koopas, da müssen wir aufpassen. Aber wie wir eben gesehen haben, wenn wir draufspringen, explodieren die danach. Auch sehr cool. Also Mario Land 2, 6 Golden Coins. Wie gesagt, haben wir Let's Play. Da könnt ihr gerne mal in die Playlist oder in die Sammlung auf Twitch oder auf YouTube reinschauen. War mega cool. Da haben wir nur 5 Parts gebraucht, um das durchzuzocken. Der erste soll auf jeden Fall ein bisschen kürzer sein. Ah, gefährlich, ey. Jetzt wäre ich fast gestorben an dem. Münzen würde ich sagen, immer erstmal mitnehmen. Und hier wieder Pilz, okay. Bin schon gespannt. Es soll ja Flugzeuge und U-Boote auf dem Teil geben. Ja, ich drücke eigentlich dauerhaft den Rennknopf, damit wir ein bisschen schneller rennen können. Hier ist ein Herz. Ein One-Up, okay. Also hier sind die One-Up ein Herz. Ja, die Wespen eigentlich gefährlich. Frage ist, gehe ich unten oder oben rein? Ich denke mal, oben gibt es bestimmt immer mehr Punkte. Wenn man unten reingeht, denke ich mal, gibt es nicht so viele Punkte. Zeit läuft oben rechts natürlich auch, sehe ich gerade. So, ich würde sagen, ich gehe mal oben rein, oder? Ich denke mal, oben gibt es mehr Punkte. Also mit 1-1 und 1-2 auch fertig. Zweites Bonus-Game.
Ich hätte ja schon ganz gerne oben die Feuerblume. Okay, immerhin. Noch nur ein nur. Okay, so mit 6 Leben, na, immerhin. Okay, Welt 1-3. Fängt mega mysteriös an. Die Blumen hier. Sollen das Piranha-Pflanzen sein? Die sehen hier sehr komisch aus. Okay. Ah. Und das erste Mal sogar gestorben, okay. Was sind das da oben für Schriftzeichen an der Wand? Klar. Zweites Mal gestorben, okay. Muss mir nur ein bisschen dran gewöhnen. Wenn ich jetzt renne, dann springt er ein bisschen anders, wenn ich wieder zurück möchte. Ah, was war das? Ah, hier können wir rein. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal. Aber ich finde es, wie gesagt, immer noch mega cool, dass endlich auf der Switch Online auch der erste Teil raus ist. Ich habe mich damals schon gefragt, wo der zweite auf der Switch rausgekommen ist im Online-Abo. Warum nicht gleich noch der erste? Und jetzt haben wir endlich auch den ersten Teil hier. Bin schon mega gespannt, wie die Welten werden allgemein. Wie gesagt, ich kenne das gar nicht von damals. Habe es auch im Gameboy damals leider verpasst und auch nie gespielt bisher. Somit, ja, mit euch das erste Mal gemeinsam. Klar. Und die Statue hier schießt Feuerbälle, okay? Krass. So, hier könnt ihr jetzt nicht hoch, okay. Also ich gehe den unteren Weg, oder? Okay, man muss hier groß sein, um hier rauszukommen, glaube ich auch. Ja, klar. Ich gehe auf die Plattform und fall direkt runter, okay. Aber ich sehe gerade, es gibt auch Zwischenspeicher. Zumindest muss man nicht ganz vom Anfang anfangen. Hier würde ich sagen, drüber springen. Und hier die Statue wieder. Sehr gefährlich, ey. Aber cool. Und hier ist statt Bowser so ein Pharao-Hund. Oder wie soll ich den bezeichnen? Als Boss, kann man sagen. Nice. Ich muss sagen, der Teil bringt auch ganz schön viel Abwechslung mit rein, muss ich dazu sagen. Ja, und Daisy, der Charakter Daisy, hier sieht man sie auch, ne? Wurde mit dem ersten Teil ja damals neu eingefügt. Da war es ja nicht Peach, sondern Daisy, genau. Thank you, Mario. Oh, Daisy. Der wurde aber gerade irgendwie in so eine Fliege verwandelt, okay. War das schon die erste Welt? Ich glaube ja, ne? Okay, oben nochmal 2 Leben reinbekommen. Ja, jetzt sind wir schon in der zweiten Welt. Okay, dann würde ich sagen, machen wir aber weiter, aber sonst werden die Parts dann zu kurz. Also die zweite Welt nehmen wir direkt mit rein. Und vielleicht sogar die dritte, je nachdem, wie schwierig das wird. Also ich habe irgendwie gelesen, also wenn man schnell durchrennt, übrigens hier sind wir mit so einem UFO angekommen. Wenn man schnell ist im Game, soll man das sogar in einer halben Stunde durchspielen können, irgendwie das Game. Lassen wir überraschen, schauen wir mal. Weil ich kenn's ja gar nicht und ja, mal schauen. Nicht wahr? Und fall natürlich runter, aber ich habe oben 5 Leben. Übrigens, ich setze hier mal einen Speicherpunkt. Sind da frisch in der zweiten Welt mit 5 Leben. Okay, die Piranha-Fische kann man drauf springen, okay. Kann man unten in die Röhre? Im Moment, erst mal den Pilz. Ah, okay, zurück komme ich leider nicht. Ah, schnell weg von der Piranha-Pflanze. Von dem Koopa. Und hier ist wieder ein Stern. Der Soundtrack, wenn man mit Sternen nimmt, macht Laune.
Muss man mal schauen. Ja, klar, wie ich springen wollte ich gerade sagen. Okay, und leider im Gumba reingesprungen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Okay, hier startet man. Wer ist er, ey? Okay, komm mit dem Feuerball hoch und krieg mich direkt. Haben wir hier noch einen Pilz? Ja. Ich würde sagen, lieber erst den Pilz mitnehmen. Und hier am besten, ah, gefährlich, ey. Schnell durch und da habe ich direkt klein gemacht. What? Nicht wahr, oder? Ah ne, lieber erst Pilz holen. Boah, der kriegt mich auch immer wieder irgendwie. Okay. Wenn man jetzt so schnell läuft und ständig den Rennknopf drückt, ist das komisch. Aber jetzt zu langsam laufen. Ich meine, ich drück mal kein Rennen. Mal schauen, ob ich das dann besser hinbekomme. Na, ein Buschen. Okay. Ah, ich merke gerade, ich sollte, glaube ich, nicht die ganze Zeit rennen. Okay. Muss man auch erstmal wissen. Aber wir haben gleich Welt 2.1, glaube ich, fertig. Hier müsste man wieder rennen. Okay. Oh. So, mein erstes Level auch in der zweiten Welt. Okay. Nice. Somit kommt 2-2, aber erstmal das Bonus-Game. Zwei Leben hat man nur über, ne? Okay, dann gibt es jetzt wenigstens wieder zwei One-Up. Muss sagen, gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Nice. Die Gegner sind sehr cool. Wie gesagt, ich würde sagen, ich renne jetzt nicht dauerhaft, nur wenn es nötig ist. Und hier übrigens Feuerblume. Oder ist das ein Ball? Ne, das ist glaube ich der Mario-Ball, ne? Ah, der prallt auch an den Wänden so ab, okay. Kann man da rein? Ja, okay, schauen wir mal. Aber von den Münzen gibt es keinen Sound. Ja. Aber wenn ich hier schon Münzen sehe, würde ich sagen, nehmen wir sie alle mit einmal. Oben, ah nein, ich wollte jetzt eigentlich noch nicht rein. Schade, okay, ein paar Münzen leider nicht gekriegt, so gesehen. Okay, da muss man auch aufpassen, wie man springt. Okay, das ist auf jeden Fall ein sehr komischer Gegner, aber nein. War da unten irgendwas Besonderes? Glaube nicht. Also ich habe da jetzt auf den ersten Blick auf jeden Fall nichts gesehen. Na, und er hier wieder mit seiner Feuerkugel. Der ist mega nervig. Und klar, und somit leider wieder gestorben. Okay. Vor allem allein schon nur der Soundtrack macht Laune, oder? Okay, hier müssen wir wieder schauen, haben wir hier irgendwo ein Bild? Ne, leider nicht, okay. Sag jetzt nichts zu, ne? Die nervige Feuerkugel, ey. Zwei Leben haben wir, okay. Dann schauen wir mal. Ah. Okay, muss man sich dran gewöhnen. Ach, hier konnte man auch noch rein. Okay. Hä? Wie soll man hier wieder rauskommen? Ah, hier, okay. Ein versteckter Block. Also existieren die auch in Mario Land. Aber nichts Besonderes. Ah, nice. Wir haben es schon geschafft, okay.
Okay, müssen wir unten rein. Nutzt nichts. Aber somit 2-2 auch abgehakt. Jetzt müsste 2-3 kommen und dann kommt, glaube ich, schon die dritte Welt, ne? Und die erste hat auf jeden Fall nur 3 Level. Oh, sehr geil. Das gefällt mir schon mal. Im zweiten Teil kamen die Flugzeuge ja nicht vor. Und auch, es soll ja auch so ein U-Boot geben. Das UFO im Hintergrund eben übrigens sah aus wie das von Kirby. Hier unten sieht man das nochmal. Er spielt sich auf jeden Fall ganz anders als die klassischen Mario-Teile, ne? Also komplett anders auf jeden Fall, muss man sagen. Och, kann nicht sein. Leider hat er mich gekriegt, der Fisch. Ja, eigentlich hätte ich ein Leben. Da haben wir eben. Oh man, ich speichere hier lieber nochmal. Bei der dritten Welt war das, ne? Lieber nochmal Speicherpunkt, falls wir Game Over gehen und irgendwie. Nicht, dass wir in der ersten Welt wieder anfangen. Weil dann würde ich das so machen, dass wir immer wieder den Speicherpunkt natürlich laden, da es dann Let's Play ist. Nicht, dass Let's Play natürlich nicht unnötig in die Länge ziehen möchte und sterbe wieder, okay. Aber jetzt haben wir 0 oben, okay. Okay, wenn ich jetzt sterbe und Game Over gehen sollte und Welt 1 lande, lade ich den Spielstand. Aber mega cool. Schon mal, wie gesagt, hier mit dem Flugzeug muss ich sagen, mega ein Highlight. Wir haben sogar so eine Krake. Okay, wenn man die zerschießt, gefährlich. Boah. Nicht wahr, oder? Game Over. Wo würde man wieder anfangen? Schauen wir mal. Müsste man ganz von vorne anfangen? Krass, normalerweise, okay. Gut, dass auf der Switch, wie gesagt, die Speicherfunktion existiert. Wir starten natürlich hier an dem Punkt, wo wir gerade waren. Ja, normalerweise hätte man jetzt komplett die erste Welt und die Level, die wir in der zweiten schon fertig hatten, durchrennen müssen. Okay, zwei Leben haben wir insgesamt zum Durchkommen. Das macht mega Laune, finde ich. Warum gibt es davon nicht irgendwie mal ein Remake oder so oder ein komplett neues Mario Land? Weil es spielt sich ganz anders als die anderen Teile. Okay, leider gestorben. Und nur wegen der nervigen Krake hier. Ja, klar. Zum Glück hatte ich noch einen Pilz, ey. Jetzt müsste ich gleich das wieder neu starten, das Level. Beziehungsweise das Spiel schon neu laden. Okay, schauen wir mal. Och, nö. Somit eigentlich Game Over, okay. Also das Level ist schon leicht schwieriger, kann man sagen. Heißt Neustart ab dem Punkt. Was soll man angeblich innerhalb von einer halben Stunde durchspielen können? Ich lasse mich überraschen. Wie viel wir gleich am Ende haben. Im Moment sind wir, glaube ich, ja super. Jetzt habe ich rüber geschaut, gilt nicht. Wir sagen einmal kurz zurück. Im Moment sind wir, glaube ich, ja, bei knapp 20 Minuten gleich gerade mal erst. Ne? Ah, okay, ich komme gerade unten noch durch. Aber die Kugel kriegt mich, oder wie? Okay, da muss man wirklich schauen. Aber macht Laune, wie gesagt. Mit dem Flugzeug hier. Ah, sehr gefährlich. Und wieder gefährlich, muss ich dazu sagen. Hier steht auch Mario mit Münzen, okay. Und sogar One-Up bekommen, das ist sehr gut. Ich finde das auch geil, dass auf der Switch Online halt dieser Game Boy Color Screen mit Farbe ist. Somit können wir das Game natürlich mit Farbe genießen. Der Boss ist ja immer mega komisch. Aber nice, wir haben ihn. Ich glaube, somit nur unten hin. Ja, wir haben ihn. Mega cool. Somit auch Welt 2, glaube ich, komplett, ne? No?
Schauen wir gleich. Somit würde jetzt Bonus-Game kommen. Ich muss mal kurz rüberschauen von der Zeit. Da haben wir jetzt gerade mal knapp 20 Minuten, glaube ich. Um den Ball. Ja, hier das zweite Mal Daisy. Die ja neu war seit Mario Land, ne? Thank you, Mario. Oh, Daisy. Somit werden sie hier jetzt zu so einem Krag. Okay. Und das Land heißt ja übrigens das Sarasla-Land. Unten wäre ganz gut. Drei Leben. Ja, nice. Sogar direkt gekriegt. Somit haben wir wieder oben vier. Das passt. Das ist sehr, sehr cool auf jeden Fall, würde ich sagen. Okay, hier würde ich sagen, erstmal schnell Speicherpunkt ist ja hier dann. Würde sagen, mache ich direkt dort. Ja, dann würde ich sagen, geht es hier im nächsten Part weiter. Also wir haben jetzt zwei Betten durch. Ich weiß nicht, wie viele es gibt, aber ich würde sagen, das passt eigentlich für den Part. Ja, das heißt, kurze Pause und bis gleich dann.